Was ist Arbeitsproduktivität? Hallo zusammen. Das sind Florian und Lisa. Beide arbeiten in einem Verwaltungsbüro. Hugo ist der Boss vom Verwaltungsbüro und will seine Angestellten auf deren Arbeitsproduktivität prüfen. Er gibt ihnen drei Aufgaben, die sie an einem Tag zu erledigen haben. Lisa macht sich direkt an die Arbeit, hängt sich voll rein und ist bereits am Mittag mit allem fertig. Als sie die Aufgaben ihrem Boss Hugo übergibt, ist er sehr erfreut von Lisas Arbeitsproduktivität. Nun kann sie sich am Nachmittag anderen Aufgaben widmen. Florian hingegen macht sich zuerst einmal den Morgenkaffee und redet mit seinem Arbeitskollegen über das Wochenende. Danach macht er sich langsam an die Arbeit und erledigt bis zum Mittag eine Aufgabe. Auch nach der Mittagspause ist er nicht viel produktiver und benötigt für die anderen zwei Aufgaben den ganzen Nachmittag. Als er um 17 Uhr mit den erledigten Aufgaben zum Boss geht, kritisierte er Florian, weil er doppelt so lange für die gleichen Aufgaben gebraucht hat. Nun ist für Hugo klar, dass Lisa doppelt so schnell arbeitet wie Florian. Somit bringt sie dem Verwaltungsbüro also auch doppelt so viel Einnahmen ein. Hugo denkt nun über eine Gehaltserhöhung für Lisa nach. Die Arbeitsproduktivität wird also am Wert der Dienstleistungen oder Güter, die an einem Tag produziert werden, gemessen. Und was ist mit dir? Bist du produktiv bei deiner Arbeit?